Bezierkurven. Gefüllte Kurven. Kapitel 4. LibreOffice Draw. In diesem Video erstellen Sie geschlossene Kurven und erforschen den prinzipiellen Unterschied zwischen offenen und geschlossenen Kurven. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter Von vornherein geschlossene Kurve. Draw ist geöffnet. Klicken Sie auf das Symbol Kurve gefüllt. Zeichnen Sie nun eine einfache Bezierkurve, indem Sie mit gedrückter Maustaste vom Startankerpunkt zum ersten Steuerpunkt ziehen, loslassen und doppelklicken für den Endankerpunkt. Sie sehen, dass im Vergleich zu der offenen Bezierkurve ein gerades Liniensegment hinzugekommen ist, das zum Startankerpunkt zurückführt und dass die Fläche innerhalb der Kurve gefüllt ist. Sie wissen schon, dass sich gerade Liniensegmente und Kurvensegmente ineinander umwandeln lassen. Sie können daher hier auch mit dem Werkzeug Polygon gefüllt oder Polygon 45 Grad gefüllt starten. Zeichnen Sie beispielsweise ein Dreieck mit dem Polygon-Werkzeug mit Ziehen, Loslassen und Doppelklick. Um das Polygon in eine Bezierkurve zu verwandeln, klicken Sie zum Beispiel auf einen Ankerpunkt und dann auf das Werkzeug Symmetrischer Übergang aus der Symbolleiste Punkte bearbeiten. Kurven nachträglich schließen. Sie können auch erst einen offenen Kurvenzug zeichnen und ihn danach schließen. Benutzen Sie das Werkzeug Bezierkurve und zeichnen Sie eine einfache, nicht geschlossene Bezierkurve. Dann wählen Sie aus dem Kontextmenü mit rechter Maustaste den Eintrag Objekt schließen oder Sie wechseln in den Punktmodus und benutzen aus der Symbolleiste Punkte bearbeiten das Werkzeug Bezieher schließen. Dadurch wird jeweils eine gerade Linie vom Endankerpunkt zum Startankerpunkt gezogen. Auch bei Polygonen können Sie zunächst mit einer offenen Vielfachlinie anfangen und diese dann schließen. Beim Erzeugen der nicht geschlossenen Bezierkurve hat diese automatisch die Formatvorlage Objekt ohne Füllung erhalten. Bei dieser Vorlage ist die Flächenfüllung auf den Wert keine gesetzt. Daher hat das Objekt auch nach dem Schließen keine Füllung. Weisen Sie dem Objekt die Vorlage Standard zu, wird wie bei der von vornherein geschlossenen Bezierkurve die voreingestellte Füllfarbe benutzt. Punkte aufeinanderlegen. Schalten Sie die Option Am Raster fangen ein, zum Beispiel Menü Ansicht, Eintrag Raster. Zeichnen Sie nun von einem Rasterpunkt aus einen offenen Kurvenzug oder Linienzug mit drei Segmenten. Klicken Sie dann auf den Endankerpunkt und ziehen Sie ihn auf den Startankerpunkt. Durch das Fangen haben die Punkte identische Koordinaten. Schauen Sie nun in die Statusleiste, das Objekt hat vier Ankerpunkte. Obwohl Startankerpunkt und Endankerpunkt an identischer Position liegen, ist die Kurve nicht geschlossen. Öffnen Sie das Menü Format. Der Eintrag Fläche ist nicht aktiv. Denn nur geschlossene Objekte können eine Flächenfüllung erhalten. Wenn Sie nun auf die Schaltfläche Bezieher schließen klicken oder den Eintrag Objekt schließen des Kontextmenüs benutzen, dann wird ein Punkt entfernt und die Kurve tatsächlich geschlossen. Kontrollieren Sie in der Statusleiste, dass Ihr Objekt wirklich nur drei Punkte hat. Im Menüformat ist nun der Eintrag Fläche aktiv. Ob eine Kurve offen oder geschlossen ist, richtet sich nicht nach der Position von Startankerpunkt und Endankerpunkt, sondern ist ein besonderer Zustand des Objekts. Sie können immer an der Schaltfläche Bezieher schließen erkennen, ob die Kurve geschlossen ist. Schließen mit Doppelklick auf Startankerpunkt. In der Hilfe steht der Satz,
Um eine geschlossene Form zu zeichnen, doppelklicken Sie auf den Startpunkt der Linie. Dass dies etwas problematisch ist, sollen Sie im Folgenden ausprobieren. Schalten Sie die Option Am Raster fangen bzw. Anfanglinien fangen aus. Zeichnen Sie zunächst zwei Segmente, das heißt drei Ankerpunkte, und beenden dann das Zeichnen mit Doppelklick auf den Startankerpunkt. Ist nun die Schaltfläche Beziehschließen gedrückt? Wenn nicht, haben Sie den Startankerpunkt verfehlt. Falls Ihre Bezieherkurve als geschlossen angezeigt wird, kann aber trotzdem ein Problem vorliegen. Wählen Sie wieder alle Ankerpunkte aus. Steht in der Statusleiste 4 Punkte ausgewählt, dann war Ihr Klick zwar nahe genug des Startankerpunkts, aber Sie haben nicht so genau getroffen, dass die Koordinaten wirklich identisch sind. Es wurde ein neuer vierter Ankerpunkt gesetzt und dann mit einem minimalen geraden Liniensegment die Kurve geschlossen. Es liegen nun zwei Punkte so nahe beieinander, dass Sie diese optisch in der Zeichnung nicht unterscheiden können, was zu vielfältigen Problemen führen wird. Sie sollten daher die Möglichkeit, einen Kurvenzug mit Doppelklick auf den Startankerpunkt zu schließen, nur benutzen, wenn Sie gleichzeitig am Raster fangen einschalten oder mit Fangpunkten arbeiten. Geschlossene Kurven verändern. Auch geschlossene Objekte können Sie wie in den Kapiteln 2 und 3 beschrieben, weiter verändern. Versuchen Sie beispielsweise wie abgebildet ein Osterei zu zeichnen. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter